Welcome back to the source. Willkommen zurück bei Die Quelle. Ich bin Zen Raza und heute werden wir mit dem Enthüllungsjournalisten Aaron Marti sprechen. Aaron ist auch Mitwirkender bei The Nation und moderiert die Sendung Pushback auf The Grey Zone. Aaron, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Good to be here. Aaron, lassen Sie uns mit Ihrer aktuellen Situation beginnen. Wie geht es Ihnen persönlich in dieser Zeit von Covid-19 und wie ist die allgemeine Atmosphäre? Ich glaube, Sie leben in New York. Wie ist es dort? Well, it's hard here, you know. We're the epicenter in the US and everybody has been impacted by this. Es ist schwierig. Wir sind das Epizentrum in den USA und jeder ist davon betroffen. Ich habe jemanden verloren, der mir nahe stand und ich kenne Menschen, die wirklich kämpfen. You know, reinforces the need for me, for us to think about a new way of. Es ist eine schwere Zeit und das bestärkt mich, über eine neue Art des Daseins in dieser Welt nachzudenken und über neue Wege, unsere Gesellschaft so zu organisieren, dass die Menschen, die am verletzlichsten sind, nicht mehr diejenigen sind, die am meisten unter den Ungleichheiten unseres Systems leiden. Es ist eine schwere Zeit, aber mir persönlich geht es gut. Ich bin gesund. Ich möchte gleich zum Hauptthema kommen. Seit Trumps Wiederwahl sind die deutschen Leitmedien davon überzeugt, dass Russland sich in die US-Wahl eingemischt hat. Bei meiner Recherche in den deutschen Leitmedien ist mir kein Medium aufgefallen, das dieses Narrativ mit dem gleichen Nachdruck hinterfragt wie Sie. Unser YouTube-Kanal ist seit unserem letzten Interview mit Ihnen enorm gewachsen. Könnten Sie daher Russiagate erklären und über die Grundpfeiler sprechen, auf denen diese Theorie aufbaut, bevor wir beginnen, dies zu hinterfragen? Russiagate war über 3 Jahre lang das dominierende Thema in der politischen Medienkultur der USA. Es ist diese Theorie, dass die Trump-Kampagne sich mit der russischen Regierung bezüglich der angeblichen Einmischung der russischen Regierung in die US-Wahlen 2016 verschworen hat. Ich sage angeblich, denn in welchem Ausmaß Russland an dieser Wahl auch immer beteiligt war, es ist nicht bewiesen. Und die angeführten Beweise dafür sind wenig beeindruckend. Der Kern der Behauptung ist, dass die russische Regierung im Jahr 2016 E-Mails von den Servern der Demokratischen Partei gestohlen und an WikiLeaks weitergegeben hat. WikiLeaks hat sie während der Kampagne 2016 veröffentlicht. Und die Theorie ist, dass dies dazu beigetragen hat, Donald Trump zu wählen und dass Trump und seine Kampagne möglicherweise daran beteiligt waren, indem sie sich heimlich mit der russischen Regierung und WikiLeaks abgestimmt haben. Nun, es gab eine ganze Reihe von Anklagen und Gerichtsdokumenten und alle möglichen Informationen, die herauskamen. Aber jedes Mal, wenn neue Beweise auftauchten, lernen wir, dass die Grundlage für all diese Behauptungen fehlt. Das FBI hat diese Untersuchung aufgrund eines sehr fadenscheinigen Prädikats eingeleitet. Ein niedrigrangiger Berater der Trump-Kampagne, George Papadopoulos, soll in einer Bar jemanden erzählt haben, er habe gehört, die Russen könnten der Trump-Kampagne mit etwas helfen. Es war nicht einmal konkret, was Papadopoulos tatsächlich hörte, aber dieser Hinweis, so die offizielle Geschichte, war der Auslöser der ganzen Affäre. Es hat viele Anklagen gegeben. Keine von ihnen hat auch nur den geringsten Beweis für eine Trump-Russia-Kollusion erbracht. Im Gegenteil. Und dieses Muster geht weiter, je mehr wir erfahren. Lassen Sie uns noch genauer eingehen auf die Aussagen in der Russiagate-Sache. Was hier in den Leitmedien immer wieder gebracht wird, ist, dass Russland soziale Medien nutzte, um dort Desinformation zu verbreiten. Es werden auch Geheimdienstdokumente zitiert, die von der CIA stammen, oder es wird CrowdStrike erwähnt, die Firma, die Russland im Jahr 2016 beschuldigte, E-Mails des DNC, des Demokratischen Nationalkomitees, gestohlen zu haben. Können Sie über diese Beweisstücke sprechen und darüber, was sich weiter dazu ergeben hat? The only legit part of Russiagate is the fact that somebody did steal Democratic Party emails. Der einzige legitime Teil von Russiagate ist die Tatsache, dass jemand E-Mails der Demokratischen Partei gestohlen hat. In der Tat. Das geschah und sie wurden an WikiLeaks übergeben und veröffentlicht. Ich finde nicht, dass sie sehr explosiv waren, aber sie enthielten einige peinliche Details über die Demokratische Partei und Hillary Clinton. Sie zeigten, dass das DNC gegen Bernie Sanders voreingenommen war und dass Hillary Clinton öffentlich eine Sache sagte und privat eine andere, zum Beispiel gegenüber Spendern der Wall Street. Sie hat ihnen versichert, dass sie weiterhin nach ihrer
Pfeife tanzen würde, während sie öffentlich etwas anderes sagte. Das ist aber nichts Neues für diejenigen, die Hillary Clintons Karriere verfolgt haben. Aber diese E-Mails wurden gestohlen und wir sollten wissen, wer es war. Wir sollten es herausfinden. Die Firma CrowdStrike wurde vom DNC beauftragt. Ursprünglich beschuldigten sie die russische Regierung, diese E-Mails gestohlen zu haben, und US-Geheimdienstbeamte pflichteten später dieser Behauptung bei und erhoben sogar Anklage gegen einige russische Militärgeheimdienstler. Diese Behauptung wurde von den Medien in der ganzen Welt im Grunde genommen geglaubt, obwohl die Beweislage dafür eigentlich recht dünn war. Es gab vor kurzem eine wichtige neue Entwicklung diesbezüglich. Es zeigte sich, dass CrowdStrike, der Firma, von der die These eines russischen Hackerangriffs ausging, elementare Beweise für ihre wichtigsten Argumente fehlen. Das zeigt die Zeugenaussage von CrowdStrike-Präsident Sean Henry. Er sagte schon 2017 vor dem Kongress aus, aber wir haben gerade erst Zugriff darauf erhalten. Und Henry gab vor dem Kongress zu, dass CrowdStrike keinerlei Beweise dafür hat, dass die Hacker, die CrowdStrike für Russen hält, ich bezweifle, dass es überhaupt Russen waren, aber das ist eine andere Frage, dass sie tatsächlich etwas vom DNC-Mail-Server gestohlen haben. Wenn sie also keinen Beweis dafür haben, dass diese angeblich russischen Hacker tatsächlich die Daten vom DNC-Server gestohlen haben, warum werden sie dann beschuldigt, E-Mails vom DNC-Server gestohlen zu haben? Und das finden wir gerade erst heraus. Robert Mueller, der Sonderermittler zur Untersuchung der Einmischung Russlands, stellte einen zeitlichen Ablauf dar, der darlegen sollte, wie und wann WikiLeaks diese E-Mails aus Russland bekommen haben könnte. Der ergab keinen Sinn. Denn Julian Assange, der Mitbegründer von WikiLeaks, hatte zu dem Zeitpunkt, an dem laut Müllers Zeitachse zum ersten Mal Kontakt mit den angeblichen russischen Übermittlern dieser E-Mails stattgefunden habe, schon lange verkündet, in Besitz dieser E-Mails zu sein. Und Müller nimmt an, dass diese Leute Russen waren, obwohl er auch das nicht schlüssig beweisen kann. Es gab viele Beweislücken, aber dieser Mangel an Beweisen bezüglich des Kernthemas, nämlich des E-Mail-Hacking, ist die aktuellste und bedeutendste. Alles andere beim Thema Russiagate ist Betrug. Diese Theorie einer Absprache zwischen Trump und Russland ist ein Witz und wurde nur deshalb verbreitet, weil Geheimdienstmitarbeiter Leaks an leichtgläubige US-Medien wie die Washington Post, die New York Times und MSNBC weitergaben und jeder diese Leaks veröffentlichte, ohne tatsächlich die Fakten zu prüfen. Zum Beispiel die hochrangigen Kontakte zwischen Trump und Russland, alles Fiktion. Wenn Sie sich den Mueller-Bericht ansehen, lassen sich nur zwei Fälle identifizieren, in denen jemand, der tatsächlich für die Trump-Kampagne arbeitet, mit jemandem interagiert, der tatsächlich für die russische Regierung arbeitet. Und die bloße Interaktion zwischen den beiden Seiten ist der grundlegende Beweis für diese Verschwörung. Man müsste doch etwas zu den kommunikativen Inhalten belegen. Es gibt wirklich nur zwei Fälle. Einmal wird angeführt, dass ein russischer Botschafter mit einigen Leuten der Trump-Kampagne spricht, was während einer Kampagne üblich ist. Und dann gibt es einen Assistenten im Pressebüro des Kremls, der Michael Cohen, Trumps Anwalt, zurückruft und ihm sagt: Es tut uns leid, wir können Ihnen nicht helfen, einen Turm in Moskau zu bauen. Und das war's dann. Alles andere ist im Grunde nur Fiktion. Da geht es um Trumps Leute, die mit jemandem sprechen, der entweder sagt, dass er jemanden aus Russland kennt oder der einen russischen Pass hat. Es gab diese massiven Propaganda-Anstrengungen, um dies als bedeutsam erscheinen zu lassen. In Wirklichkeit ist das alles juristisch wertlos. Damit lässt sich keine Verschwörung beweisen. Auch diese Idee, dass Russland Werbung auf sozialen Medien nutzt, um Zwietracht zu säen, ist lächerlich. Selbst wenn man all die Gegenevidenz außer Acht lässt, ist es lächerlich. Sehen Sie sich doch die Social-Media-Beiträge an, von denen wir glauben sollen, dass sie Zwietracht säen, die Amerikaner gegeneinander aufbringen und Chaos stiften würden. Es handelt sich um kindische Klickköder aus einer russischen Trollfabrik, von denen selbst nach Ansicht des US-Senats nur ein kleiner Prozentsatz etwas mit der Wahl 2016 zu tun hatte. Die meisten der Anzeigen, die diese russischen Trollfarmer kauften, wurden erst nach der Wahl geschaltet. Und sie sind total albern. Es sind beispielsweise Jesus-Memes oder Buff Bernie Sanders-Memes. Es gibt darunter auch eine Anzeige zu einer gefakten Masturbations-Hotline, in der Jesus seinen Arm um einen jungen Mann legt und sagt: Wenn du ein Masturbationsproblem hast, dann reich mir deine Hand und wir lösen es gemeinsam. Und wir sollen glauben, dass dieser Inhalt in den USA Zwietracht gesät oder gar Wähler beeinflusst haben soll? Die ganze Sache ist doch lächerlich. Wenn man sich die tatsächlichen Beweise ansieht, hat Mueller zunächst hinterlistig angedeutet, dass es eine Verbindung zwischen dieser Trollfabrik und der russischen Regierung geben soll.
Vor Gericht gab er aber dann zu, dass er überhaupt keine Beweise dafür hat, dass die Aktivitäten der Trollfabrik und die kindischen Werbeanzeigen von der russischen Regierung koordiniert wurden. Und dann, als die Trollfabrik Müllers Aussage vor Gericht angefochten hat, ließ Müller schließlich seine Anklage gegen die Trollfabrik fallen, weil sie drohte aufzufliegen. Wäre das vorher schon passiert, wäre dies für Müller und sein Team noch peinlicher gewesen. Die Kollusionsthematik ist damit vom Tisch. Die Social-Media-Vorwürfe sind lächerlich. Müller musste auch das fallen lassen. Und was das E-Mail-Hacking betrifft, hat die Quelle dieser Anschuldigungen soeben gestanden, dass ihnen das wichtigste Beweisstück fehlt, um diesen Vorwurf zu untermauern. Und übrigens ist CrowdStrike keine unvoreingenommene Quelle. Sie sind ein DNC-Auftragnehmer. Als sie Russland beschuldigt haben, in der Ukraine gehackt zu haben, mussten sie diese Anklage zurückziehen. Übrigens basierte die Anklage auf ähnlichen Behauptungen wie denen, die CrowdStrike auch in dem DNC-Hacking-Fall aufgestellt hat, nämlich, dass die verwendete russische Software dem russischen Militärgeheimdienst zugeschrieben werden kann. Sie mussten die Anklage fallen lassen, nachdem sie angefochten wurde und sich als unbegründet erwiesen hatte. CrowdStrike hat also eine gewisse Vergangenheit mit diesem Thema. Sie sind sicherlich keine unparteiische Quelle. Sie sind buchstäblich Auftragnehmer des DNC. Und wen hat das DNC noch engagiert? Es hat auch Fusion GPS engagiert. Diese Firma brachte das Steele-Dossier heraus, das den Vorwurf der geheimen Absprachen aufkommen ließ. Es bricht also nicht nur die Beweislage zu diesem Thema bzw. dem Kern der Sache völlig zusammen, sondern es gab auch eine parteiische Voreingenommenheit, was die Frage aufwirft, warum wir die Sache überhaupt jemals ernst genommen haben. Ein weiteres Thema, das in den deutschen Medien weder ausreichend behandelt noch journalistisch ausreichend untersucht wird, sind die chemischen Anschläge, die sich im April 2018 in der syrischen Stadt Duma und im März 2017 in der syrischen Stadt Latmena ereignet haben. Hier wird diskutiert, ob die Angriffe tatsächlich stattfanden oder ob sie inszeniert waren. Die meisten deutschen Medien haben kürzlich die Ergebnisse des OVCW bezüglich der Stadt Latmena veröffentlicht, die zu dem Schluss kamen, dass die syrische Regierung die Stadt angegriffen hat. Wie glaubwürdig die Quellen oder wer die Informanten der OVCW sind, wurde nicht diskutiert. Dieses Thema haben sie bei The Grey Zone intensiv untersucht. Könnten sie über die Whistleblower sprechen, die an die Öffentlichkeit gegangen sind, und darüber, wie glaubwürdig die Ergebnisse der OVCW sind? Um uns in die damalige Lage zurückzuversetzen, im April 2018 fand angeblich ein chemischer Angriff in der syrischen Stadt Duma, kurz vor Damaskus, statt. Bevor die Inspektoren überhaupt die Stadt betreten konnten, starteten die USA, Großbritannien und Frankreich daraufhin Luftangriffe auf die syrische Regierung. In den USA wurde Trump im gesamten Medienestablishment weithin gepriesen. Alle lieben es, wenn der US-Präsident seine Macht missbraucht. Dies ist keine Ausnahme. Dann kamen die OVCW-Inspektoren, um zu ermitteln. Im Juli 2018 veröffentlichten sie einen Zwischenbericht und im März 2019 einen Abschlussbericht. Der Zwischenbericht im Juli 2018 ist zweideutig. Er zieht keinerlei Schlussfolgerungen und bleibt vage. Der Bericht vom März 2019 kommt jedoch zu der Schlussfolgerung, und diese stützt im Wesentlichen die Erzählung der US-Regierung, dass angenommen werden kann, dass in der Stadt Duma ein Angriff mit chemischen Waffen stattgefunden hat und dass Chlor verwendet wurde. Und deren Schlussfolgerung ist, genau betrachtet, dass die syrische Regierung verantwortlich sein muss, weil sie dort die einzigen mit einem Flugzeug sind. Die Schlussfolgerung, die man aus diesem Bericht ziehen kann, ist also, dass die syrische Regierung die Stadt Duma mit Chlorkanistern bombardierte und damit die von den USA geführten Luftangriffe gerechtfertigt sind. Kurz danach weist eine interne Quelle von OVCW darauf hin, dass der Ermittler aus Duma, der die Frage der Gaszylinder untersuchte, eine detaillierte technische Studie durchgeführt und festgestellt hat, dass es im Grunde viel wahrscheinlicher ist, dass die Gaszylinder manuell auf den Boden gestellt wurden. Und wenn sie dort manuell platziert wurden, liegt die Schlussfolgerung nahe, dass das Ganze inszeniert war und dass die Militanten, die damals die Stadt Duma kontrollierten, diese Zylinder dort platziert haben. Und rein logisch betrachtet ergibt dies durchaus Sinn, denn damals war die Regierung Assad kurz davor, die Stadt zurückzuerobern. Mit einem Einsatz chemischer Waffen hätte sie genau die eine Sache getan, von der sie wussten, dass sie damit eine US-Militärintervention ausgelöst hätte, denn die USA hatte dies unter Obama klargestellt. Trump hatte dies bereits im Jahr zuvor umgesetzt, als er ebenfalls Behauptungen zu chemischen Angriffen gab, und er hat damals Syrien bombardiert. Und übrigens gibt es in diesem Fall mittlerweile auch viele Zweifel. Es gab also diese Leaks von OVCW, die nicht veröffentlicht wurden, die aber
aber zeigten, dass ihr eigener Inspektor zu einer gegenteiligen Schlussfolgerung gekommen war, die nicht dem öffentlichen Bericht entsprach. Und dann bekamen wir immer mehr Leaks, die zeigten, dass die OVCW auch noch andere Befunde zensiert hatte, darunter auch, dass die chemischen Spuren von Chlor, die am Tatort gefunden wurden, sich im Grunde nicht von denen an häuslichen Umgebungen unterscheiden. Sie ließen auch toxikologische Berichte aus, die besagten, dass die Symptome der Opfer nicht durch eine Chlorexplosion erklärbar seien. Sie haben auch Zeugenaussagen ausgelassen. Und wir fanden auch heraus, dass diese Inspektoren, die tatsächlich in der Stadt Duma ermittelt haben, bei ihren Vorgesetzten gegen diesen Ausschluss anderer Beweise protestierten. Dies ist ein riesiger Skandal. Es ist eine große Geheimnistuerei und wir haben bei The Grey Zone darüber berichtet. Die jüngste Enthüllung, die wir erhalten haben, zeigt, dass die OVCW sich um diese Dinge nicht gekümmert hat, nachdem sie ans Licht kamen. Sie hat sie nicht widerlegt. Sie haben nicht gesagt, dass sich ihre eigenen Inspektoren geirrt hätten. Was sie versuchten, war stattdessen die Glaubwürdigkeit dieser Inspektoren in Frage zu stellen und Lügen über sie zu verbreiten. So behauptet die OVCW, dass der erste Inspektor, Ian Henderson, der die ingenieurwissenschaftliche Studie durchführte, nicht einmal Mitglied der Erkundungsmission in Duma gewesen sei und dass er nur eine untergeordnete Rolle gespielt habe. Wir haben aber Dokumente von der OVCW-Mission erhalten, aus denen hervorgeht, dass Ian Henderson sehr wohl Mitglied der Erkundungsmission war. Deshalb war er in Duma, um dort Nachforschungen anzustellen und dass er auf Anweisung der OVCW-Führung eine führende Rolle in der Erkundungsmission spielte. Uns liegt ein Brief vor, aus dem hervorgeht, dass sie ihn gebeten haben, die wichtigsten Inspektionen in Duma zu leiten, nämlich die zu den Zylindern und bezüglich des Krankenhauses. Wir haben also Belege dafür, dass die OVCW-Führung bezüglich der Inspektoren gelogen hat. Und die Frage ist natürlich, warum? Ich denke, die Antwort ist ziemlich klar. Wenn man seine eigenen Inspektoren nicht mit Fakten an den Pranger stellen kann, muss man versuchen, deren Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen und fälschlicherweise behaupten, dass sie nur eine untergeordnete Rolle in einer Untersuchung gespielt haben, die sie tatsächlich geleitet haben. Das ist also ein riesiger Skandal und es ist erstaunlich, dass er nicht die mediale Beachtung erhält, die er verdient. Als die Bush-Regierung uns in den Irakkrieg hineingelogen hat, war das ein großer Skandal. Im Moment haben wir eine ähnliche Situation, in der die Trump-Regierung Syrien bombardiert, unter einem Vorwand, den die obersten Inspektoren der OVCW als falsch erwiesen haben. Ein weiterer Leak, den wir von der OVCW erhalten haben, besagt, dass die OVCW unter dem Druck der USA zu ihrem falschen Schluss gekommen ist. Am Tag, bevor die OVCW diesen Zwischenbericht veröffentlichte, besuchte eine Delegation von US-Beamten die OVCW, traf sich mit den Inspektoren und sagte ihnen im Grunde, sie sollten zu dem Schluss kommen, dass die Regierung Assad verantwortlich sei, was eine dreiste politische Einmischung ist, die möglicherweise nach der OVCW-Charta illegal ist. Und trotz dieser Enthüllung erhält die Sache so wenig Aufmerksamkeit. Aber wir von The Grey Zone berichten darüber und werden das auch weiterhin tun. Warum glauben Sie, findet das nicht so viel Beachtung in den deutschen oder amerikanischen Medien? Warum wird es in den Artikeln nicht erwähnt? Die Berichte der OVCW erscheinen und werden dann einfach in den Medien wieder und wieder veröffentlicht. Warum glauben Sie, ist das so? Ich denke, dass es zumindest in den US-Medien allgemein mehr Raum für abweichende Meinungen gibt, wenn es um innenpolitische Fragen geht. Wenn es um die Außenpolitik geht, gibt es in einigen Fragen eine breite parteiübergreifende Übereinstimmung. Zum Beispiel wurde der Irakkrieg mit überwältigender parteiübergreifender Mehrheit im Establishment befürwortet. In den Stellvertreterkrieg in Syrien haben die USA und ihre Verbündeten Milliarden und Abermilliarden von Dollar gesteckt, um die Regierung Assad zu stürzen oder zu schwächen. Es hat dabei einen überwältigenden, überparteilichen Konsens gegeben. Wenn man also diese Dinge publiziert, ist klar, dass sie im Widerspruch zu allem steht, was uns erzählt wurde. Diese Anschuldigungen bezüglich chemischer Waffen dienen nicht nur dazu, die militärischen Handlungen der USA gegen Syrien zu rechtfertigen, sondern auch Sanktionen gegen Syrien zu rechtfertigen und dieses Narrativ aufrechtzuerhalten, dass es in dem syrischen Krieg darum geht, dass ein Diktator versucht, einen friedlichen Aufstand zu zerschlagen. In Wirklichkeit geht es darum, dass ein Diktator sich gegen einen Stellvertreterkrieg wehrt, den die USA und ihre Verbündeten maßgeblich geschürt haben. Diese Dinge zu veröffentlichen, die zeigen, dass diese Behauptungen angezweifelt werden können, beträfe also den Kern eines alten Narrativs, dem sich jeder im ganzen Spektrum einschließlich progressiver Nachrichtenagenturen in den USA gefügt hat.
Und selbst wenn mutige Informanten, die erfahrensten Inspektoren der OVCW, das sind Alteingesessene, keine Neulinge, diese Leute gehören der OVCW seit ihrer Gründung an, selbst als sie all dies als Betrug entlarvt haben, bemerken wir eine Art Selbstzensur im gesamten Medienspektrum. Daher gebührt das Lob mutigen Journalisten. Ich arbeite mit einigen von ihnen zusammen, wie Max Blumenthal, Ben Norton, Rania Kalek und anderen, die die dominierende Narrative über Syrien so ausdauernd hinterfragt haben. Geschichten wie diese zeigen, wie wichtig diese Journalisten sind und wie richtig es war, dass sie allem, was uns erzählt wurde, skeptisch gegenüberstanden. Die europäischen Zuschauer verfolgen die Wahlen in den USA sehr aufmerksam, weil das, was in den USA entschieden wird, uns hier stark betrifft. Sei es die Politik der NATO gegenüber nuklear bewaffneten Staaten wie Russland oder die Eskalation mit dem Iran, denn wie wir beim Irak gesehen haben, hat die Invasion im Irak die Grundlage für die Flüchtlingskrise geschaffen, die der extremen Rechten viel Zulauf verschafft hat. Es gibt also eine Menge Spannungen, wenn es im Iran eskaliert, und sogar unsere Ausgaben sind davon betroffen, weil die USA Länder wie Deutschland dazu drängen, das Militäretat für die NATO zu erhöhen. Als Bernie Sanders populär wurde und sogar weniger bekannte Persönlichkeiten wie Tulsi Gabbard, wurde der militärisch-industrielle Komplex häufig angesprochen. Es gab eine Art Hoffnung, vor allem von der deutschen Linken, dass die US-Aggressivität vielleicht etwas zurückgefahren werden könnte. Aber jetzt, wo Bernie draußen ist und Biden und Trump das Rennen machen, wird einer von ihnen bei der nächsten Wahl im Herbst an die Macht kommen. Wer von den beiden wird Ihrer Meinung nach die aggressive Außenpolitik machen, auch aus europäischer Perspektive betrachtet? Ich persönlich befürworte die Ansicht von Noam Chomsky. Jetzt, da Bernie nicht mehr im Amt ist, wird die Abstimmung im November kein Ausdruck der eigenen politischen Überzeugungen sein, keine Abstimmung von Herzen. Die Stimme für Joe Biden abzugeben, bedeutet in keiner Weise, ihn und seine Karriere gut zu heißen. Aber wenn man zwischen zwei schlechten Alternativen wählen muss und wenn man dabei rational vorgehen will und die Welt einem am Herzen liegt, dann ist es Teil der eigenen Verantwortung, die weniger schlechte Wahl zu treffen. Und ich denke, im Fall Trump gegen Biden ist es vernunftmäßig betrachtet klar, dass unter Trump mehr Menschen leiden und sterben werden. Ich erwarte unter Biden zwar nichts Gutes, aber unter Biden besteht zumindest die Chance, dass er mit einer Volksbewegung unter Druck gesetzt werden kann, während das unter Trump völlig aussichtslos ist. Ich denke, dass diese Frage der Abstimmung zu viel Aufmerksamkeit erhält. Die Abstimmung ist nicht das Zentralste der politischen Strategie. Es ist, wie Chomsky sagt, etwas, das alle 4 Jahre einmal passiert, und man hat die Verantwortung, an diesem einen Tag die bestmögliche Wahl zu treffen. Aber das bedeutet nicht, dass nach der Wahl von Biden jeder untätig zu Hause sitzt und erwartet, dass Biden Gutes tut. Nein, sondern wir versuchen, das geringere Übel zu wählen und tun dann alles in unserer Macht Stehende, um Biden in eine bessere Richtung zu drängen. Trump kann nichts Gutes bewirken. Massenbewegungen können unter Trump nur versuchen, die Trump-Administration vom Schlimmsten abzuhalten. Alle Energie wird darauf verwendet. Für mich ist die Frage der Wahl also recht simpel. Es gibt verständlicherweise eine Menge Wut auf das demokratische Establishment, weil sie Bernie sabotiert haben. Außerdem gibt es so viel Abneigung gegen Joe Biden, denn was kann man an Joe Biden schon mögen? Gar nichts. Er hat eine schreckliche Karriere hinter sich. Wir müssen aber wählen. Und für mich ist es der moralischste Akt, den wir tun können, das Schlimmste zu verhindern und zu verhindern, dass die meisten Menschen leiden und sterben. Man muss sich nur ansehen, was Trump getan hat, sei es im Inland oder auf der ganzen Welt. Es war einfach schrecklich. Er zerstörte Obamas Atomdeal und verhängte erneut die mörderischen Sanktionen gegen den Iran. Joe Biden hat es nicht einmal geschafft, sich unmissverständlich dazu zu verpflichten, den Atomdeal mit dem Iran wieder aufzunehmen. Trotzdem denke ich, dass die Chancen, den Atomdeal zu retten, unter Biden viel größer sind, als wenn wir versuchen, Trump diesbezüglich unter Druck zu setzen. Trump versucht, die Regierung von Venezuela zu stürzen und verhängt mörderische Sanktionen. Trump hat die NATO-Staaten dazu gebracht, mehr Geld für Waffen auszugeben, und er übt Druck auf Deutschland und Russland aus, eine Gasleitung zu verhindern.
Die Leute dachten, dass Trump vielleicht irgendwie gegen Krieg sei, weil er beim Wahlkampf ein paar anti-interventionistische Dinge sagte. Aber das war alles Schwindel. Es war Betrug. Und wir machen uns selbst etwas vor, wenn wir glauben, dass Trump sich in irgendeiner Hinsicht bessern könnte. Das Einzige, was Trump getan hat, ist offenzulegen, wie korrupt und verkommen unser System ist. Aber das ist nicht nur Trumps Problem. Das ist parteiübergreifend der Fall. Das ist das Einzige, wofür Trump gut war. Lassen Sie mich auch noch ein Wort zu Bernie sagen. Einer der Gründe, warum ich mich so über Russiagate ärgere, ist, dass Russiagate meiner Meinung nach nicht nur ein vorgetäuschter Weg war, um Donald Trump Widerstand zu leisten. Es war für die Menschen, die die Wahlen von 2016 verloren haben, auch ein Weg, um zu vermeiden, die Partei von Bernie Sanders zu werden. Denn was war die Botschaft für 2016? Trump, dieser Betrüger, der sich selbst als Anti-Establishment-Kandidat etikettierte, hat gewonnen. Er schlug das Establishment. Die offensichtliche Lektion für das demokratische Establishment wäre also gewesen, eine echte Anti-Establishment-Politik zu verfolgen, mit der sie gegen Trump hätten antreten können, um zu zeigen, dass sie eine echte Alternative sind. Aber dann wären natürlich die Privilegien und Machtstellungen, die diese Menschen innerhalb des Systems genießen, bedroht. Das konnten sie also nicht tun. Also brauchten sie einen Buhmann, einen Sündenbock. Und das war Russland. Ihre Methode, Trump zu begegnen, war eben nicht, eine echte Alternative zu seiner Politik zu bieten. Sie kämpften nicht für die Gesundheitsversorgung oder für höhere Löhne für die Arbeiterklasse, sondern sie stellten sich ihm mit einer dummen Verschwörungstheorie entgegen. Und diese Taktik benutzten sie auch, um zu vermeiden, die Partei von Bernie Sanders zu werden. Was passierte also, als Bernie Sanders vor der Nominierung stand? Am Vorabend des Nevada-Fraktionsausschusses bekamen wir diesen Leak aus dem US-Geheimdienst, der besagte, dass Russland laut Geheimdienstinformationen versucht, Bernie Sanders zum Sieg zu verhelfen. Dieses Narrativ, mit dem sich leider viele Progressive 3 Jahre lang beschäftigt haben, wurde letztlich dazu benutzt, Bernie Sanders zu vernichten und ihn zu schwächen. Daher ist es eine solche Tragödie, dass so viele Linke daran beteiligt waren. Und daraus können wir eine Lektion ziehen. Ich hoffe, dass wenn es das nächste Mal einen echten Kandidaten wie Bernie Sanders gibt, seine Basis, seine Bewegung in den Medien und anderswo keine Zeit darauf verschwenden wird, Aussagen Glaubwürdigkeit zu verleihen, die letztlich dazu benutzt werden, diesen Kandidaten zu untergraben. Ich möchte etwas tiefer auf dieses Thema und Ihre persönlichen Prioritäten eingehen. Sie haben, wie Sie gerade erwähnt haben, viel Arbeit zum Thema Russiagate investiert. Im Jahr 2017 sagte Joe Biden auf dem Weltwirtschaftsforum, als er über Russlands Einmischung in den USA und Europa sprach, ich zitiere, nicht nur die Vereinigten Staaten sind Zielscheibe dieser Angriffe. Wir haben in der Vergangenheit ähnliche Angriffe erlebt und wir müssen in vielen Ländern Europas, in denen dieses Jahr Wahlen stattfinden, mit weiteren Versuchen Russlands rechnen, sich in die demokratischen Prozesse einzumischen. Später sagte er, es wird wieder vorkommen, das verspreche ich. In diesem Jahr sagte Biden in den CBS News, die Russen wollen nicht, dass ich der Kandidat bin. Und dann fügte er später hinzu, sie mögen Bernie. Und bei NBC Meets the Press wurde Biden zu Julian Assange befragt und dazu, ob Assanges Geschichte eher mit dem Pentagon Paper von Daniel Ellsberg vergleichbar sei oder ob er ein Hightech-Terrorist sei. Und Biden erklärte ausdrücklich, dass er Assange für einen Hightech-Terroristen hält. Nun, dies sind 2 Themen, die Sie in Ihrer journalistischen Arbeit stark in den Mittelpunkt gerückt haben. Wie gehen Sie damit um, dass Biden sich zu diesen Themen in der genannten Weise aussprach? Denken Sie da wirklich, dass Bidens Politik besser zu beeinflussen wäre? Und nehmen Sie dies für das große Ganze in Kauf? Sagen Sie sich, na gut, das muss ich eben im Rahmen des geringeren Übels akzeptieren? Wie gehen Sie mit diesem Dilemma um? Denn ich denke, für Progressive gibt es bestimmte Themen, die Sie stärker gewichten als andere. Und deshalb fällt es Ihnen schwer, für Biden zu stimmen, selbst wenn es nur um eine Stimme geht und Sie am nächsten Tag auf die Straße gehen. Es ist einfach eine sehr schwierige Entscheidung, die man da treffen muss. Vielleicht kann Ihre Perspektive diesbezüglich helfen, die Standpunkte zu verstehen. Wie gesagt, ich habe nichts Positives über Joe Biden zu sagen. Seine Karriere steht für alles, was ich kritisiere. Er ist ein Gefolgsmann der Wall Street. Er setzte sich auf demokratischer Seite für den Irakkrieg ein. Er unterstützte unzählige unmenschliche und destruktive Politiken. Aber hier geht es nicht nur um meine persönlichen Gefühle und es geht nicht nur um Joe Biden. Man muss eine rationale Bewertung vornehmen und zwar nicht nur dieser beiden Personen, Biden und Trump, sondern auch der Leute, die sie um sich haben.
Trump ist von fanatischen Neokonservativen umgeben. Mike Pompeo ist ein Soziopath. Das heißt nicht, dass es auf der demokratischen Seite keine Soziopathen gibt. Aber der Unterschied besteht darin, dass die Demokratische Partei sich vor einer Basis innerhalb ihrer Partei verantworten muss, die aus der Arbeiterklasse kommt. Es gibt Gewerkschaften, die in der Demokratischen Partei einflussreich sind und vor denen sie sich verantworten müssen. Sie können die Progressiven nicht völlig ignorieren. Die Progressiven sind ein Teil der Demokratischen Koalition. Die Progressiven könnten, wenn sie sich organisieren, die Demokraten in eine humanere Richtung drängen. So war es auch unter Obama. Er hat einige schreckliche Dinge getan, aber er hat den Iran-Deal erreicht, auch wenn er es auf eine sehr zynische Art und Weise getan hat, aber immerhin. Er hat auch die Beziehungen zu Kuba ein wenig verbessert. Trump hat das alles rückgängig gemacht. Das soll nicht heißen, dass Obama ein guter Mensch ist oder dass er progressiv ist oder dass Biden ein guter Mensch ist. Es geht darum, dass man bessere Chancen hat, einige positive Dinge zu erreichen, wenn wir weniger schreckliche Menschen an der Macht haben. Wie Chomsky sagt, können kleine Unterschiede zwischen den Mächtigen der Welt für die Schwächsten einen großen Unterschied machen. Und das soll nicht heißen, dass Biden tolle Leute an seiner Seite hat, sondern es spiegelt wieder, was für schreckliche Leute Trump an seiner Seite hat. Ich möchte nicht, dass Venezuela, Iran oder Kuba unter diesen mörderischen Sanktionen leiden. Unter Trump haben wir die Garantie, dass diese Sanktionen bestehen bleiben. Egal wie sehr der Putschversuch in Venezuela scheitert, Trump macht immer weiter. Dasselbe gilt für den Iran. Was Trump mit dem Iran macht, ist beängstigend. Vor einigen Monaten hätte es fast zum Krieg geführt. Das hat es nur nicht, weil der Iran relativ zurückhaltend auf die Ermordung von Qasem Soleimani, dem iranischen General, reagierte. Es ist also kein Widerspruch, wenn ich sage, dass ich Biden überhaupt nicht mag und ihn nicht für integer halte und ich es aber für möglich halte, dass eine organisierte Massenbewegung Biden eher davon abhalten kann, schlimme Dinge zu tun als Trump. Das ist nur eine Widerspiegelung dessen, wie reaktionär und rechtsgerichtet die Leute der Trump-Administration sind. Zu meiner letzten Frage. Sie erwähnten, dass unter Obama ein Kompromiss mit Kuba und ein Abkommen mit dem Iran möglich war. Außerdem wurde Chelsea Manning begnadigt, auch wenn dies nicht unter den besten Bedingungen geschah. Andererseits kommen viele andere Argumente von Progressiven, wie zum Beispiel, dass er die nukleare Modernisierung vorangetrieben hat und dies und jenes tat. Darauf möchte ich nicht näher eingehen, sondern mich interessiert, ob Sie glauben, dass ein Kompromiss innerhalb der Linken gefunden werden kann oder ob diese Spaltung anhalten wird. Denn solch starken reaktionären Kräften, die einer impulsiven Argumentation folgen, wenn man es überhaupt als Argumentation bezeichnen kann, würde man erwarten, dass Kompromisse schwierig zu finden sind. Man würde eine Einigung innerhalb der Linken eher erwarten, wenn rational über die Gründe reflektiert würde, die Menschen dazu bewegt, auf eine bestimmte Art und Weise zu wählen oder die Weiße der Arbeiterklasse dazu bewegt, für Trump zu wählen. Wenn mehr Reflexion auf dieser Ebene stattfinden würde, könnten wir doch erwarten, dass die Linke in ihrem Kern etwas offener wäre. Nicht gegenüber den reaktionären Mächten, sondern innerhalb der Linken selbst. Aber es scheint, als sei die Linke gespalten in diejenigen, die Biden wählen wollen, und diejenigen, die dagegen sind. Glauben Sie also, dass dieser Bruch dauerhaft ist, oder sehen Sie einen Ausweg innerhalb der Linken? Ich denke, dass das neoliberale Establishment der Demokratischen Partei zerstört werden muss. Ich glaube nämlich, dass sie ein Hindernis für jeglichen Fortschritt sind. Und ich denke, dass sie progressive, liberale Energie aufsaugen und sie in etwas grundlegend Korruptes und Militärisches umwandeln. Das haben sie wiederholt getan. Aber wenn man mir schlüssig erklären würde, dass die Wiederwahl von Donald Trump uns dem Sieg über den neoliberalen Flügel der Demokratischen Partei näher bringen würde, dann könnte ich für dieses Argument natürlich offen sein. Trump hat 2016 gewonnen. Die Neoliberalen haben verloren. Trotzdem sind sie noch da. Sie sind immer noch sehr stark an der Macht und werden es bleiben, denn sie kontrollieren immer noch die Medien und sie haben einen großen Einfluss im Kongress.
Sie werden nicht einfach verschwinden. Ich sehe nicht, dass sie ihre Sitze verlieren, bloß weil sie eine Wahl verlieren. Was wir brauchen, ist eine Massenbewegung von Gewerkschaften und Arbeitern, Bürgerinitiativen und Menschen mit Grundprinzipien wie dem, dass jeder eine Gesundheitsversorgung haben sollte. Eine Bewegung, die das Establishment dazu zwingt, entweder darauf einzugehen oder abzudanken. Und vielleicht bräuchte man dazu eine dritte Partei. Aber ich glaube nicht, dass die Unterstützung der Wiederwahl von Donald Trump eines dieser politischen Projekte sein sollte. Und was die Einigkeit der Linken anbelangt, es ist eine bittere Zeit gewesen. Die Taktiken, die angewandt wurden, um Bernie Sanders zu schwächen, waren hart und zynisch. Es gibt Menschen, denen man das nicht verzeihen sollte, es sei denn, sie entschuldigen sich dafür. Aber wir haben ein bevorstehendes Problem, nämlich, dass im November Wahlen stattfinden. Wenn Donald Trump die Wiederwahl gewinnt, werden nicht nur all diese mörderischen Politiken gegen verschiedene Regierungen fortgesetzt, sondern Trump droht mit seiner Nuklearpolitik buchstäblich, wie Chomsky sagt, mit der Auslöschung des Planeten. Ja, Obama hat das Atomwaffenarsenal modernisiert. Biden behauptet übrigens, dass er sich dem widersetzt habe. Ich weiß nicht, ob das wahr ist, aber er behauptet es. Obama hat aber auch einige wichtige Nuklearabkommen erreicht, nämlich den neuen STRRT-Vertrag mit Russland. Und Trump droht, nachdem er bereits den INF-Vertrag, einen wichtigen Nuklearvertrag, zerstörte, auch damit, den neuen STRRT-Vertrag aufzukündigen. Das wäre also die letzte verbleibende Begrenzung der Nuklearvorräte der beiden größten Atommächte der Welt. Und wenn dieser Vertrag aufgekündigt wird, dann beschleunigen wir damit nur die Vernichtung des Planeten. Es gibt noch viele Probleme auf der linken Seite, die gelöst werden müssen und sollten. Und wir sollten nicht so tun müssen, als seien Leute wie Joe Biden und sein Team unsere Verbündeten. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es im November eine Wahl gibt. Und eine der Wahloptionen kann die Zerstörung der Welt bedeuten. Ich würde lieber den Weg wählen, der die Gefahr einer Ausrottung der Menschheit verringert, wenn auch nur ein wenig. Aaron Marty, investigativer Journalist und Moderator von Pushback. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und danke, dass Sie eingeschaltet haben. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, indem Sie auf die Glocke unten klicken und zu spenden, damit wir weiterhin unabhängige und gemeinnützige Nachrichten und Analysen produzieren können. Ich bin Zen Rasa, bis zum nächsten Mal.